Was ich besonders spannend finde und auch faszinierend, ist die Tatsache, dass wir hier schwer und schwerstkranke Patienten behandeln, aber mit allen Möglichkeiten, die eigentlich die moderne Medizin, sowohl was Gerätetechnik, aber auch was Know-how eigentlich angeht, bieten können und auch abdecken können. Und das ist einfach ein extrem interessantes Arbeitsumfeld. Und gerade am universitären Haus hat man auch die enge Verzahnung mit der Wissenschaft, sodass man auch in der Lage ist, dann die neueren Erkenntnisse und neuesten Erkenntnisse aus der Forschung einfach schön dann ans Patientenbett auch zu translatieren. Die Pathophysiologie, wie man aus dem Buch kannte und am Patienten live erleben kann und auch durch unsere Möglichkeiten der modernen Medizin Einfluss nehmen kann, das hat mich immer gereizt und bis zum heutigen Tage, jetzt auch in verantwortlicher Position, dass man wirklich aus dem Ganzen der modernen Medizin schöpfen kann und an seinem Patienten einsetzen kann, damit er halt wieder zurück ins Leben kommt. Das hat mich immer gereizt und es ist ein sehr kommunikatives Fach, auch manuell sehr herausfordernd, und das macht mir Tag ein, Tag aus großen Spaß, hier dran teilnehmen zu dürfen. Also eine Sache, die mich unter anderem in der Intensivmedizin immer schon was gereizt hat, ist die Interdisziplinarität, also dass wir hier wirklich auch abseitig von der Herz-Thorax-Chirurgie, die wir ja als primäres Krankheitsbild haben, auch eigentlich alle anderen Krankheitsbilder mitbetreuen müssen, einfach notgedrungen, und deswegen auch sehr eng mit den anderen Fachabteilungen zusammenarbeiten können und man dementsprechend auch einfach sehr, sehr breit aufgestellt ist und sein muss. Das und das andere ist natürlich auch die Teamarbeit einfach auf der Intensivstation, also wirklich sehr enge Zusammenarbeit hier mit der Pflege auch und auch mit den Oberärzten. Und ja, dass man zum einen zwar aufs Team angewiesen ist und zum anderen aber auch gerade das eben als Vorteil hat, dass man hier einfach schön zusammenarbeitet.